Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr wisst Bescheid, was abgeht. Ihr seht schon am Titel. Wir zocken heute GTA 5 und zwar einfach als reichestes Kind der ganzen Welt. Wir sind nämlich Sohn von einem ultrareichen, superreichen Multimillionär. Ich bin reich und ich scheiße auf alles. Und ihr seht es im Hintergrund, wir spielen halt wirklich einfach ein kleines Kind in GTA. Ich finde das so krass, weil auf Real Talk, ich habe sowas vorher noch nie gesehen, dass sowas überhaupt geht, dass man das machen kann. Aber ihr seht schon, wir sind jetzt ein kleines Kind. Wir haben natürlich hier ganz normal alles am Start. Waffen, auch wenn der Raketenwerfer größer ist als wir selber. Man kennt den Hasenabfahrt. Aber ja, Leute, wie sie es als reichstes Kind überhaupt in GTA gehört, fahren wir jetzt erstmal nach Hause, weil ihr habt jetzt nicht ernsthaft gedacht, dass das hier unser Haus ist. Ich meine, gönnt euch mal, wie das aussieht. Ekelhaft. Also eigentlich sieht es voll gut aus. Aber wir haben natürlich eine viel, viel, viel krassere Villa. Das Ding ist, es gibt jetzt mehrere Wege, dahin zu kommen. Normale Menschen würden Bus oder Bahn fahren und normale Menschen in GTA würden Auto fahren. Aber wir sind ja leider erst 9 Jahre alt und halt so ein kleiner Scheiße. Deswegen können wir noch nicht selber Auto fahren. Da kommt, by the way, eine Katze, was geht? Boah, Junge. Warte. Ich wollte die Katze nicht treten. Was will der von mir? Ey! Hallo! Okay, ich sag's ehrlich, ich habe Kung-Fu-Kurs gemacht. Dann komm, trau dich! Komm, jetzt hast du wieder Schiss oder was? Bats, Junge! Bub, Junge! Ab dafür! Ey! Klopp dich! Aber ja, Leute, auf jeden Fall, Bus oder Bahn fahren wir auf jeden Fall nicht, weil, Alter, wir sind das reichste Kind in GTA, Leute. Wir haben nämlich einfach unseren eigenen privaten Chauffeur und der kommt uns hier abholen. Ihr seht es im Hintergrund. Einfach mit einem Mercedes AMG CLA 45, ihr seht es ja schon. AMG. Als Limousine mit einem richtig dicken Flatscreen hinten drin. Und ihr seht ihn auch schon vorne, wie er drin sitzt. Er heißt, by the way, James. James ist unser Hausangestellter. Wir steigen jetzt einfach mal hinten ein und dann fährt uns James jetzt einfach mal nach Hause. Wir wohnen auch, by the way, nicht hier irgendwie in der Stadt, so auf ganz billig, Leute. Wir wohnen, ich kann es euch kurz zeigen. Hier oben ungefähr. Hier ist das Observatorium, also ganz oben in den Bergen. Da haben wir uns so einen kompletten eigenen Berg gekauft. Ich meine, Geld ist nichts für mich. Und ja, dann würde ich sagen, James, fahre bitte los. Ich möchte nach Hause. Ich muss langsam dinieren. Ich habe schon Hunger. Entspanntes Leben. Ich hoffe mal, irgendwann in Real Life habe ich auch so einen Fahrer, der mich überall abholt und immer irgendwo hinfährt, aber... Ja, inshallah, Leute, läuft es irgendwann mal so krass. Das Ding ist, James fährt heute aber ziemlich schnell. James! James, Sie haben gerade fast einen Unfall gebaut. Warum fährt er so? Was geht denn hier? Also James, ich wollte nur kurz anmerken, wir müssen heil zu Hause ankommen. Ansonsten ist Ihr Job in Gefahr. Das sage ich ganz ehrlich. Aber jetzt sieht es wieder normal aus. Also James fährt wohl wieder ganz normal. Dann würde ich sagen, läuft der Hase auch schon wieder. Wobei, James jetzt schon wieder ordentlich aufs Gas drückt. James! Junge, warum driftet der so? Hallo, was geht? Was geht denn heute ab? By the way, dieses Auto ist, glaube ich, auch maximal tiefer gelegt. Also ich weiß gar nicht, ob das so zulässig ist, aber gut. James! Junge! So, let's go, der Hase. Und, Bruder, mach doch nicht diesen. Aber egal, wir sind angekommen. James, wir sind angekommen. James! Ich glaube, James wird gefeuert. Kletter ich mal aus dem Auto raus. James, bis später dann. Wobei ich glaube, ich mit meinem Vater mal ein ernstes Wörtchen reden muss, dass wir James feuern, weil... Was war das, Leute? Ihr seht schon, wir sind angekommen. Das hier ist unsere Einfahrt einfach. Wir haben alleine hier 2 Security-Mitarbeiter. Das hier ist Jackson. Und ihr seht schon, Leute, Jeffrey hat sein Headset an, damit er mit den Leuten oben kommunizieren kann. Wir haben, by the way, auch noch hier oben auf dem Berg irgendwo ein paar Sniper stehen. Und die Bude ist halt einfach gut bewacht. Weil wir da einfach keinen Bock haben, dass jemand einbricht oder so. Deswegen, Jeffrey... Tor auf. Und dann würde ich sagen, Leute, zeige ich euch einfach mal dieses Haus. Und es ist, ich schwöre, dieses Haus ist so krass. Ihr seht auch schon, hier steht überall Securities rum. So Security-Leute mit so SWAT-Weste, die Star-Sniper stehen hier überall lang. Also hier kann wirklich niemand rein. Und erst recht, niemand kann hier einbrechen oder irgendwas machen. Das hier ist, by the way, Timothy. Junge, was für einen Namen komme ich hier gerade? Und das da oben ist Jeffrey. Oder hatten wir Jeffrey schon? Ich weiß nicht. Und ja, Leute, da würde ich sagen, seid ihr bereit? Ich zeige euch das Haus in 3, 2, 1, let's go, Leute. Das hier ist einfach die Villa von uns selber. Also die hat mein Papa uns gekauft. Hier wohnt quasi nur ich drin. Mein Dad hat nochmal ein anderes Haus. Und ihr seht schon, wir haben hier einfach überall Mitarbeiter. So, das hier ist zum Beispiel unser Poolmann. Also der kümmert sich halt hier um den Pool. Weiß zwar nicht, was der gerade macht. Bisschen Wasser angucken, aber der ist halt für den Pool zuständig. Auch allein in der Einfahrt, diese ganzen Leute, die da einfach rumstehen, gönnt euch das. Und das ist Jason. Jason hat sich selber eingebuddelt. Keiner weiß warum, aber der kommt auch von selber nicht raus. Und ja, Leute, ich würde sagen,
Ich zeige euch einfach mal komplett die ganze Villa. Also erstmal geht's hier los. Wir haben einfach einen übertriebenst fetten Pool. Sogar mit Wellensystem. Wir haben hier einen riesen Außenbereich. Also hier kann man sich überall hinsetzen. Hier kann man sich mal hinlegen mit Freunden, dies, das. Hier hätten wir schon die ein oder andere geile Fortnite-Party. Dann haben wir hier noch so Outdoor-Kitchen. Leute, ihr wisst Bescheid hier. Die ganzen teuren Champagner da drin, falls die Bottles mal gepoppt werden. Dann haben wir hier noch halt einen riesigen Grill, dies, das, ganz viel Zeugs. Dann haben wir hier einen Tisch. Aber da kann man nicht drauf sitzen, weil wenn ihr Essen auf den Tisch stellt, dann kommt Wasser und das Essen ist weg. Warum geht da Wasser drüber? Aber ja, Leute, das hier ist auf jeden Fall das Haus. Ich muss ehrlich sagen, auf Real Talk, das Haus sieht übertrieben krass aus. Also ich glaube, würde ich selber mir ein Haus bauen. Das wird auch schon irgendwie so in dem Style sein. Aber bevor wir jetzt in das Haus gehen, und by the way, hier ist die zweite Garage, gehen wir erstmal in die Hauptgarage. Hier links ist eigentlich nicht mehr so viel. Da haben wir so ein bisschen Gartenzeug, dies, das. Da ist noch so ein kleiner Swimmingpool, aber den brauchen wir gar nicht zeigen. Hier geht's einfach runter in unsere hauseigene Garage. Das ist keine normale Garage, wie ihr sie kennt, so ein, zwei Autos drin. Das ist unsere Garage. Und ihr seht schon, wir haben hier an Autos wirklich alles am Start. Wir haben hier Jaguar, eine Mercedes G-Klasse, ein Bugatti, Pagani. Wir haben da hinten sogar diesen Lamborghini, falls ihr den noch kennt. Den haben wir in dieser einen Folge geklaut, den Lamborghini Tenzo. Wir haben einen Range Rover, also wir haben wirklich alles mögliche an Autos. Und das sind jetzt auch nur die Autos, die mein Papa mir geschenkt hat, weil mein Dad noch viel mehr andere Autos hat. Und ja, Leute, hier im Keller werden halt Sachen erledigt. Das hier unten auf dem Boden war zum Beispiel ein Butler vom Haus, aber der hat mir einmal, wo er mir Cola gebracht hat, hatte die verschüttet. Und ja, Leute, daraufhin mussten wir den dann beseitigen. Ich würde sagen, wir geben jetzt einmal kurz den Geheimcode ein und gehen dann hoch ins Haus. So, Leute, let's go. Wir sind im Haus. Ihr seht schon, da hängen noch meine goldenen YouTube-Play-Button. Auch wenn die aussehen wie Schallplatten, aber es sind goldene YouTube-Play-Button. Und ja, Leute, im Großen und Ganzen ist eigentlich mega simpel aufgebaut. Hier oben ist so das Schlafzimmer. Natürlich auch, gönnt euch diese Aussicht. Es ist, boah, Digga, es ist einfach krass, diese Aussicht. Sowas von krank. Hier noch so einen kleinen Bereich, noch mit MacBook am Start, Couch, die Stars, um einfach ein bisschen zu chillen. Hier mal so einen kleinen Trinkbereich, wo ich mir das ein oder andere mal Apfelschorle reinhau. Weiß jetzt nicht, was da gerade rumsteht, aber das soll wahrscheinlich auch Apfelschorle sein. Das hier ist so das kleine Wohnzimmer mit Fernseher, alles am Start. Hier geht's weiter. Hier haben wir natürlich noch einen Wasserfall im Haus, weil brauchen wir halt. Ja, ganz einfach. Hier stehen natürlich auch wieder überall Securities rum. Und hier ist da quasi auch nochmal so ein kleiner Ausgang zum Pool. Also wenn wir Bock haben, können wir jetzt einfach in den Pool reinspringen und ein bisschen swimmen. So, dies, das. Einfach so ein kleiner Ausgang, Leute. Dann haben wir auch, by the way, noch, kann ich euch auch mal kurz zeigen, hier draußen einfach die übertriebenst fetteste Terrasse. Also nicht fett, weil die groß ist, sondern gönnt euch. Wir haben einfach einen Whirlpool auf der Terrasse. Hier auch noch ein Hausangestellter. Sehen die irgendwie alle gleich aus oder stelle ich mir das gerade nur so vor? Aber Real Talk, gönnt euch mal diese Aussicht. Oh, Bruder, fast runtergefallen. Aber gönnt euch mal diese Aussicht. Wir haben einfach den kompletten Berg gekauft, weil, ja, Geld ist halt nichts für uns, ne, habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, Leute, zu guter Letzt haben wir oben noch so ein paar Sitzmöglichkeiten mit bisschen Getränken und hier unten, warte. Also hier mache ich halt so Buchhaltungszeug und so. Ich helfe meinem Papa da immer ein bisschen in der Firma, auch wenn ich gar nicht weiß, dass mein Papa überhaupt arbeitet, aber gut. Und ich würde sagen, wir sind hier auch auf unserem Grundstück, deswegen darf ich hier ja auch privat mit Autos fahren, wie ich Bock habe. Wir fahren aber ganz kurz runter in die Garage und checken nochmal ab und fahren einfach nochmal mit einer Karre. Ich muss noch kurz in die Stadt ein paar Erledigungen machen. Ups. Ist nicht schlimm. Ich darf mein Auto kaputt fahren. Ich bin noch ein Kind. Ich habe noch nicht mal einen Führerschein, Mann. So, let's go. Und ich würde sagen, Leute, wir holen einfach nochmal den Lamborghini Tenzo raus und fahren mit dem nochmal zu LS Customs. Weil ich wollte hier nochmal so ein bisschen tunen. Wobei, Leute, das ist gar nicht der Lamborghini, oder? Ich glaube, es ist irgendein Elektroauto. Und ich meine, ich könnte mir jetzt auch eigentlich wieder einen Fahrer holen, aber... Ah, scheiß drauf. Was soll passieren, wenn die Polizei uns anhält? Kriegen wir halt ein Strafticket, aber das zahlen wir dann halt eben, weil... Wen juckt's? Also... Wen juckt's, Digga? Ganz einfach. Seid nur vorsichtig hier runterfahren. Diese Einfahrt ist halt ultra, ultra kantig und eckig. Und ja, Leute, dann lassen wir die Karre nochmal ganz kurz tunen. Das Problem ist, Leute, wir werden einfach nicht reingelassen. Die lassen uns nicht rein, weil wir ein Kind sind. Ey, mach auf, Junge. Was soll das? Ey, Leute, das kann doch nicht sein. Dann sollen wir jetzt bei LS Customs nicht rein können, weil wir zu jung sind. What the fuck? Ah, scheiß drauf, da müssen wir halt weiterfahren. Was ich mich noch frage, Leute, können wir als Kind einen Wanted-Level bekommen? Also, geht die Polizei dann richtig auf uns drauf? Warte, wir probieren das mal eben aus. Abfahrt. Yo, direkt 2 Sterne. Warum direkt 2 Sterne? Okay, ich bin mal gespannt. Weil bei manchen Mods ist es ja so, dass dann die Polizei nicht auf dich schießt oder sowas. Weil jetzt sind wir eigentlich ein Kind. Aber ich glaube schon, weil irgendwie jeder geht ja ganz normal schon auf uns. Also, okay, da hinten kommt die Polizei. Ich warte jetzt mal. Wie geil. Wie ist einfach... Ey, jetzt knallt ein kleines Kind ab oder was? Das kann doch nicht sein. Ah. Okay, wir müssen wieder abhauen. Steig ein, steig ein, steig ein. Let's go. Und nein, haben wir Platten? Nee. Okay, Abfahrt. Doch, jetzt haben wir Platten. Mann, warum habe ich jedes Mal einen Platten? Bei dem Lamborghini-Video haben wir auch schon eine Platten bekommen. Okay, wir gehen hier ins Filmset. Boah, wenn ich die ganzen roten Punkte schon wieder sehe von Leuten, die jetzt auf die Fresse haben wollen.
Ja, es ist egal, wir sterben jetzt. Huch. Ich weiß nicht, Leute, ich feiere das halt übertrieben, dass man einfach ein kleines Kind ist. Gönnt euch das. Wir sind einfach ein kleiner Junge in GTA. Ich meine, wir werden zwar so behandelt wie ganz normale Spieler auch, also Polizei, alles dies, das, aber wir rennen halt einfach als kleines Kind rum. Ich frage mich gerade, können wir als kleiner Junge Missionen machen? Das wäre ja auch ultra witzig, oder nicht? Ich würde sagen, Leute, als nächstes fahren wir jetzt noch ganz kurz in den Klamottenladen. Ich brauche noch ein paar neue Louis Vuitton Gucci Sachen. Und wenn wir da jetzt auch nicht reinkommen, dann raste ich aus. Weil das kann ja nicht sein, Leute. So, aber ich glaube, das sollte klappen, oder? Es hat auch zu. Wir kommen einfach nirgends rein, weil wir ein kleines Kind sind. Ey, what? Warum ist das so? Wisst ihr, was aber noch richtig geil ist, wenn man so die reichsten Eltern der Welt hat? Ihr könnt einfach, warte mal, wir steigen jetzt einfach mal bei dem hier hinten ins Auto ein. Yo, was geht? Ey, fahr mich bitte nach Hause, okay? Und das ist halt auch so krass. Ihr könnt in dieser Mod bei jedem ins Auto steigen. Ihr gebt ihm einfach Geld, weil ihr seid halt einfach stinkreich und er fährt euch nach Hause. Und jetzt könnt euch, ihr könnt sogar auf Z einstellen, wie der Fahrer fährt. Also ihr könnt ganz normal fahren. Das heißt, der bleibt bei einer Ampel stehen, alles drum dran. Ihr könnt aber auch auswählen, dass er schnell fährt. Ihr seht schon, Rush. Und ich habe eben bei James nicht mal irgendwas eingestellt. Und trotzdem hat er die Karre gefragt. Aber ja, Leute, was soll ich sagen? So ist das halt einfach, wenn man reich ist. Das ist... Jeder macht einfach alles für dich, wenn du Geld zahlst. Ne? Das ist scheißegal. Und ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch mit dem Video, weil, ja, wir haben noch eigentlich echt schon genug gemacht für heute. Ich fahre zurück in meine absolute Luxusvilla. Gönn mir vielleicht noch eine Runde im Pool. Vielleicht esse ich auch ein bisschen was oder trinke ein paar Drinks mit Freunden. Oder vielleicht grabe ich auch Jason aus oder wie der auch immer hieß. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall morgen beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Würde mich sehr, sehr unterstützen. Und ihr wisst momentan, Algorithmus macht übel die Hackmax. Deswegen lasst gerne auch noch einen Kommentar. Da würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, Leute, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Peace.